Thomas Isenberg spricht. Thomas Isenberg ist wiederum ein gesundheitspolitischer Sprecher der SPD. Und er sitzt aber auch unter anderem ist Geschäftsführer der Deutschen Schmerzgesellschaft. Nein, das ist, bist du doch. Okay, aber ich denke, er wird sich gut vorbereitet haben und wird euch jetzt einiges zu dem Nutzhanf, Hanf allgemein und überhaupt sagen. Bühne frei für Thomas Isenberg. Hallo Hanfbärlerade 2015 Berlin, hallo! Als Sprecher für Gesundheit der SPD-Landtagsfraktion hier im Abgeordnetenhaus grüße ich euch. Und ich möchte euch sagen, die SPD hat viel Sympathie für das, was ich, was ihr, was wir gemeinsam machen wollen. Wir diskutieren das gerade und wir brauchen euch. Wir brauchen euch. Sprecht mit euren Abgeordneten, sprecht mit SPD-Mitgliedern. Wir machen eine Mitgliederbefragung in Berlin im Herbst. Und ich möchte, dass wir zu einer Entkriminalisierung von Cannabis kommen. Was wollt ihr, liebe Leute? Was wollt ihr? Wollt ihr weiter, dass Nutzerinnen und Nutzer von Cannabis kriminalisiert werden, dass in Deutschland fast 200.000 Strafverfahren, in Berlin über 8.000 unnütz durchgeführt werden, eingestellt werden, die Polizei unnütze Sachen macht und ihr kriminalisiert seid? Wollt ihr das? Möchtet ihr Jugendschutz? Möchtet ihr, dass die Tatsache, dass viele Leute jetzt schon konsumieren, besser geschützt werden, dass die Substanzen, die wir und ihr selber raucht, nicht mit Blei verunreinigt seid? Wollt ihr bessere Verbraucherschutz oder was wollt ihr? Das möchte ich auch. Und deswegen, liebe Cannabis-Freundinnen und Freunde, lasst uns gemeinsam Druck ausüben, dass auf Landesebene, in den Kommunen und auch auf Bund das Cannabis-Recht geändert wird. Das Bundesbetäubungsmittelgesetz braucht eine bundesgesetzliche Änderung. Wir wollen, dass die Dealer arbeitslos werden, liebe Freundinnen und Freunde. Die Dealer müssen arbeitslos werden. Und deswegen bin ich froh, dass auch in Berlin Bezirke wie hier in Mitte, der Bezirk Mitte ganz klar gesagt hat, er möchte zu einem kontrollierten Anbau, er möchte zu einer guten Abgabe von Cannabis unter Stärkung der Prävention, unter Einhaltung des Jugendschutzes kommen. Ich bin froh, dass auch meine Kolleginnen und Kollegen in Kreuzberg Frau Monika Herrmann beauftragt haben, ein entsprechendes Projekt in Berlin, Kreuzberg, durchzuführen. Ich glaube, das ist ein guter. Das reicht nicht aus. Wir müssen über den Bundesrat hier Druck machen auf eine erzkonservative Bundesregierung. Und ich glaube, das seht ihr auch so, oder? Und wo wir bei dem Thema Regierung nochmal sind, wir brauchen hier, das sage ich auch ganz klar, nicht nur an den Bund, auch an die CDU in Berlin, wir brauchen keine schwarze Sheriff-Politik. Das sehen wir überall. Die schwarze Sheriff-Politik falsch. Wir müssen die Realitäten anerkennen und die Gesellschaft fortentwickeln. Willy Brandt hat gesagt, jede Zeit braucht ihre eigenen Antworten und die Zeit ist reif für neue Antworten im Cannabisrecht. Das bestehende Cannabis-Gesetzgebung ist gescheitert. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Und deswegen lasst uns von hier aus Frau Marlene Mortler, die Drogenbeauftragte, grüßen. Frau Mortler, wenn Sie mal wieder in bayerischen Festzelten dabei sind, die Bierleichen zu zählen, erzählen Sie Ihren Kampftrinkern vor Ort, dass das Cannabis-Gesetzgebung antiquiert ist, dass die bayerische Gesetzgebung Alkohol betrifft, ist den Jugendschutz weniger schützt als das, was Sie momentan dulden mit den Kollateralschäden des jetzigen Cannabis-Gesetzes. Wir müssen hier endlich sehen, dass eine Gleichstellung von Drogen notwendig ist, um auch die Prävention zu stärken. Frau Mortler, machen Sie eine gute Politik. Kommen Sie an der Realität an. Und wo wir bei der Realität ankommen sind, sage ich auch ganz klar, Schmerzpatientinnen und Schmerzpatienten müssen zu ihrem Recht besser als bisher kommen. De facto erleben wir hier ein Staatsversagen. Notwendige, gute Medikamente, und es gibt viele Studien, die zeigen, Schmerzbereich hier eine Erleichterung für Schmerzpatienten möglich ist, werden die Kosten den Patienten vorenthalten. Das zeigen die Urteile. Und ich bin froh, dass diese Urteile auch eine konservative Bundesregierung nötigen, hier zu handeln. Und ich glaube, das ist ein kleiner Funken, wo wenigstens etwas erreicht wird. Aber lassen Sie mich ganz klar sagen, wir als SPD sind hier in der Meinungsfindung. Die Abgeordneten im Berliner Abgeordnetenhaus, die Gesundheits- und Sozialexperten sagen, wir empfehlen ein neues Cannabis-Recht, das alte ist gescheitert. Der Koalitionspartner der CDU ist hier nicht wirklich progressiv, mit dem ist nicht viel Staat da, neu zu machen. Und ich sage ganz klar, lasst uns von dieser Stelle aus grüßen. Lasst uns grüßen die SPD-Mitglieder in
München Land hat beschlossen, die SPD, sie möchte eine neue Cannabispolitik haben. Lasst merken, auch Länder wie Bremen mit Sievering und anderen, die sagen, wir wollen jetzt hier ein Cannabis-Gesetzgebung auf über dem Bundesrat neu gestalten. Helfen Sie mit, Druck zu machen, konservative sind, diese erkennen, der alte Weg ist gescheitert, wir brauchen eine. Und lasst uns dieses auch an die neue Berliner Landesregierung spätestens nach den Wahlen zum nächsten Abgeordnetenhaus transportieren, mit einer dann vernünftigen Koalition zu diesem Punkt. Vielen Dank und eine weiterhin gute Veranstaltung. Glück auf! Vielen Dank, Thomas Isenberg. Man sollte auch gucken, was die einzelnen Personen bei den einzelnen Parteien machen. Also man kann es ja nicht pauschal den Parteien irgendwie abwenden. Also so möchte ich das auch mal sehen.